Hey, ho Kartoffeln, ein weiterer Red Dead Redemption 2 Guide ist heute für euch wieder am Start und heute geht es um das Thema verpassbare Dinge, also Trophäen oder Gegenstände, die man tatsächlich verpassen kann in Red Dead Redemption 2, entweder weil man zu weit fortgeschritten ist mit der Story, Sachen verpasst hat, Sachen liegen gelassen hat, weil man nicht wusste, dass man die da unbedingt aufnehmen muss oder ähnliches. Also ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt mit den Trophäen an, denn da gibt es auch eine ganze Menge, die man verpassen kann. Zum einen haben wir da die Trophäe Freunde mit gewissen Vorzügen. Da müsst ihr in jedem Lager eine Gefährtentätigkeit abschließen oder eine Gefährtenaktivität. Da zählt auch sowas drunter wie Dominospiel mit Leuten oder dieses Five Finger Filet. Das wird euch manchmal angezeigt als Option. Und die anderen Sachen, zum Beispiel Kutschen ausrauben, Raubüberfall machen schnell, das sind immer im Camp, in dem jeweiligen Camp, wo ihr seid, bis zu Kapitel 4. Sind das so kleine Symbole mit dem Namen dann? Ihr müsst in Kapitel 2, 3 und 4 jeweils eine Aktivität machen. Das ist sehr, sehr einfach, aber ihr könnt sie eben nur bis zu Kapitel 4 machen, wenn ihr einfach zu Kapitel 5 geht, ohne dass ihr in Kapitel 4 zum Beispiel schon die Aktivität gemacht habt. Dann zählt das nicht mehr. Genau dasselbe wie, dass ihr zum Beispiel in Kapitel 3 eine macht, aber dann in Kapitel 2 noch keine. Wenn ihr in Kapitel 3 quasi die erste davon macht, habt ihr die Trophäe auch sozusagen verpasst. Die Trophäe gibt es den Armen. Da muss man $250 in die Spendendose vom Camp stecken. Das ist sehr, sehr einfach, aber es geht eben nur bis zu Kapitel 4, weil nur bis zu Kapitel 4 diese Spendendose vorhanden ist. Danach ist die weg. Das heißt, auch da kann man theoretisch die Trophäe verpassen. Gleich im Anschluss dazu passt noch die Trophäe Laufbursche. Da muss man 5 benötigte Gegenstände an die Gefährten im Camp abliefern. Das heißt, euch werden hin und wieder mal zufällig, wenn ihr im Camp seid, Leute im Camp auch ansprechen, dass sie zum Beispiel Pomade haben wollen, Kentucky Bourbon, was auch immer. Es gibt teilweise auch einzigartige Gegenstände, die habe ich in dem eigenen Video dazu verbraten, verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung, dass ihr eben auch mal einen Schiffskompass finden müsst, den es nur einmal in der Welt gibt. Oder was gab es denn noch? Die Pfeife für Dutch. Solche Sachen, die habe ich da erwähnt. Also die Gegenstände an sich könnt ihr auch nach der Story noch finden. Die könnt ihr jederzeit finden. Aber ihr könnt sie dann nicht mehr abgeben. Und ihr müsst einfach nur darauf achten, dass ihr bis zu Kapitel 4 5 davon abgibt. Also bevor ihr zu Kapitel 5 geht, solltet ihr 5 davon abschließen. Zwei Trophäen, die ich jetzt unbedingt noch für erwähnenswert halte, ist einerseits zur Hand gehen, wo man alle optionalen Ehre-Missionen abschließen muss. Die muss man noch in der Story abschließen, also bis zu Kapitel 6. Und jeweils dann auch in dem Kapitel, ich liste euch gleich alle Missionen auf. Und dann gibt es noch die Trophäe Fremde aus dem Westen, wo man 10 Fremden-Missionen zu Ende bringen muss. Da zählt das auch erst, wenn man die Mission wirklich abgeschlossen hat. Also es gibt dann teilweise Fremdenmissionen, wo es 3, 4 Teile zu gibt, wo ihr die Person immer wieder finden müsst auch. Diese ganzen Fremdenmissionen könnt ihr auch noch nach der Story machen. Das ist also keine verpassbare Trophäe. Aber, ja, ist gut. Aber zur Hand gehen diese optionalen Ehre-Missionen durchaus. Und da liste ich euch jetzt mal alle aus jedem Kapitel auf. Wenn wir jetzt hier im Menü auf Fortschritt gehen und dann auf Story, können wir uns alle optionalen Ehre-Missionen nochmal anschauen. Denn das ist was Besonderes. Die Fremdenmissionen werden hier nicht aufgenommen, diese optionalen Ehre-Missionen aber durchaus. Und das Knifflige ist auch, manchmal werden die als gelbe Markierung angezeigt auf der Karte, dass es eine gelbe Mission ist, also eine Hauptstory-Mission, wie man denken könnte, und manchmal als weißer Kreis. Trotzdem zählen beide nur als optionale Ehre-Mission. Die könnt ihr also verpassen, ihr könnt trotzdem weiterschreiten in der Story, ohne die gemacht zu haben. Deswegen ist es auch so wichtig, ihr könnt diese Trophäe verpassen. Es ist zwar möglich, teilweise nach der Story gewisse Sachen noch nachzuspielen, weil die dann wieder auftauchen, aber die zählen dann nicht mehr zur Trophäe. Es soll allerdings einen Bug geben. Nagelt mich da allerdings nicht fest, das habe ich nur gelesen online, dass wenn man die Mission im Epilog Heimwerken für Anfänger nochmal spielt, dass wohl diese Trophäe nochmal auftauchen kann. Aber das könnte auch jederzeit gepatcht werden, also nicht drauf festnageln. So, wir fangen in Kapitel 2 an. Da gibt es zum einen Geldverleih und andere Sünden. Bei mir wird jetzt hier nur Teil 3 aufgelistet, weil Teil 1 und Teil 2, ich glaube Teil 1 ist einfach nur immer mit den Leuten reden, in dem Fall halt Herr Strauß, das wird hier gar nicht aufgelistet, genauso wie wir liebten uns eins. Da muss man halt erstmal den Brief finden im Camp. Das ist sozusagen Teil 1, der wird hier nicht aufgelistet, aber natürlich müsst ihr jeweils dann das Gespräch mit der Person haben oder den Brief finden oder was auch immer, um die Sachen zu triggern. Es wird aber nur Teil 3 hier angezeigt. Ist auch in Ordnung, wenn ihr Teil 3 hier angezeigt bekommt, wisst ihr habt
das auf jeden Fall abgeschlossen. Also Geldverleih, wir liebten uns einst. Ölvergießen ist noch eine wichtige Sache. Das könnt ihr zwar verpassen, zählt aber nicht zur Trophäe. Das ist einfach, wenn ihr John zu lange warten lasst mit dem Ölwagen. Und dann gibt es noch gute alte Quacksalbe. Gehen wir rüber zu Kapitel 3. Da gibt es Strom treuer Liebe Teil 2 und Teil 3. Geldverleih Nummer 4 wird hier zum Beispiel gar nicht mehr aufgelistet. Das finde ich auch sehr blöd, aber zählt auf jeden Fall auch dazu. Also Kapitel 3 hatten wir auch abgeschlossen. Dann Kapitel 4. Für einen guten Zweck. Dafür müsst ihr in Saint-Denis diesen Pfarrer hier finden. Nachdem ihr das gemacht habt, könnt ihr dann auch die Mission Brüder und Schwestern alle zusammen machen. Vaterschaft und andere Träume, Teil 2. Auch hier müssen wir Teil 1 wieder mit einem Brief triggern. Und Teil 2 wird dann hier wieder aufgelistet. Dann haben wir Geldverleih 5. Auch das wird, glaube ich, hier wieder nicht aufgelistet. Ja, tatsächlich. Geldverleih Nummer 5, auch das wieder von Herrn Strauß. Ihr müsst dann jeweils in dem Kapitel einfach nur zu Herrn Strauß gehen. Der wird euch auf dem Camp, im Camp angezeigt, dass der was für euch hat. Er wird euch sagen, die und die Person schuldet euch was. Hinreiten und das abschließen. Und dann haben wir Kapitel 5 nichts. Da gibt es keine. Kapitel 6 wiederum habe ich jetzt noch keine selber gemacht, aber ich kann es euch mal auf der Map zeigen, wie das dann ausschaut. Da habe ich nämlich so einige, ich glaube, Kapitel 6 gibt es die meisten. Da haben wir zu einem Geldverleih Nummer 6 und Nummer 7. Auch dazu muss man wieder dann im Camp die jeweilige Mission von Strauß annehmen und dann wird dann hier das Dollar-Symbol. Das ist immer die Markierung für dieses Geldeintreiben für einen Herrn Strauß. Dann die wichtigste und absolut verpassbarste Ehrenmission von Edith Downs. Suche keine Vergebung, Teil 1. Da gibt es noch einen Teil 2 dazu. Und das ist super krass verpassbar, denn die wird auch überhaupt erst angezeigt, wenn man mindestens Stufe 4 positive Ehre hat. Wenn ihr das nicht habt und Kapitel 6 abschließt, dann werdet ihr diese Mission hier nie angezeigt bekommen. Könnt ihr dementsprechend verpassen, dann war es das für euch mit der Trophäe. Wir haben noch Strom treuer Liebe. Auch das ist wieder ein Brief, den man erstmal im Camp finden muss. Dann taucht das hier auf. Das ist Teil 5. Teil 4 ist quasi der Brief. Auch das muss man noch machen, beziehungsweise das muss ich noch machen. Dann haben wir hier, das habe ich euch eben gezeigt, von Menschen und Engeln. Teil 1, ich glaube, da gibt es noch einen Teil 2 dazu. Bin ich mir aber gerade nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall wird das erst getriggert, wenn ihr erst in Kapitel 4 diese zwei Missionen vom Pfarrer in Saint-Denis annehmt und auch macht. Also auch das wichtig, das könnt ihr sehr leicht verpassen. Und dann müsst ihr noch in einer Mission mit den Indianern, müsst ihr unbedingt Charles sagen, dass ihr dem fallenden Regen helfen wollt. Dann wird nämlich Archäologie für Anfänger getriggert. In dieser Mission wiederum könnt ihr mit Trelawney sprechen, auch da seine Anfrage annehmen und dann Ehre unter Dieben annehmen. Also beides verpassbare optionale Ehrenmissionen. Und dann gibt es noch die Ehrenmission, die hier nicht auf der Map bis jetzt ist. Die habe ich nämlich noch nicht freigeschaltet. Die heißt Mrs. Sadie Adler, Witwe. So, das waren jetzt die Trophäen. Kommen wir zur nächsten wichtigen Kategorie, den Waffen, die ihr verpassen wird. Insgesamt gibt es 7 Waffen, die ich mir jetzt hier aufgeschrieben habe. 4 davon sind hundertprozentig verpassbar. Ne, 5 sogar. 3 Revolver und eine Pistole bekommt ihr bei einer Nebenquest. Noble Männer und eine Frau heißt die, glaube ich. Die könnt ihr annehmen in Kapitel 2 von einem werten Kollegen hier in Valentine bei diesem Salon hier. 3 Revolver, eine Pistole. Grangers Revolver hier. Wir haben Flacos Revolver hier. Wir haben Calloways Revolver hier. Das ist die Belohnung sozusagen am Schluss der Quest. Wie gesagt, von Calloway, über den ein Buch geschrieben wird. Und dann haben wir noch die Pistole von Midnight. Diese 4 sind verbunden mit dieser Nebenquest. Dies wollt ihr also unbedingt, sobald ihr die Chance dazu habt, die Knarre aufnehmen. Weil falls ihr einfach wegreitet, dann ist die Knarre weg. Ja, ihr müsst also unbedingt die Sachen aufheben. Auch wenn ihr was dafür liegen lasst, keine Sorge, sobald ihr wieder beim Pferd seid, habt ihr das wieder im Pferdeinventar. Es sieht zwar so aus, als ob ihr die Sachen liegen lassen würdet, aber die teleportieren sich dann automatisch wieder zum Pferd. Das seltene Rolling Block Gewehr, das kann man in einer Mission in Kapitel 3 finden von Trelawney, wo man Trelawney wieder suchen muss. Ich habe teilweise gehört, man kann die Mission nachspielen, sich das Gewehr hier holen. Habe ich selber noch nicht ausprobieren können. Aber zur Sicherheit solltet ihr, sobald ihr in Kapitel 3 seid und dieses goldene Waffensymbol auf der Minimap seht, diese Waffe unbedingt auch aufnehmen, nicht vergessen. Und dann gibt es noch die seltene Flinte, genau da haben wir sie. Die bekommt man, ich markiere es euch am besten auf der Karte, wo der Kollege ist.
Manito Glade heißt die Hütte. Da gibt es auch einen Teil der zerrissenen Schatzkarte, wenn mich nicht alles täuscht. Hier müsst ihr hinreiten, dann ist da ein Kollege, der auf Fremde überhaupt nicht gut zu sprechen ist. Und der wird euch versuchen abzuknallen. Ihr knallt ihn natürlich zuvor ab und könnt dann seine seltene Flinte aufnehmen. Und dann gibt es noch eine weitere Waffe, die ihr theoretisch verpassen könnt. Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht, nämlich den Vampirdolch. Falls euch der Vampir entweder zuvorkommt und der nicht mehr spawnt dann, oder falls der Dolch dann irgendwie wegpackt oder sonst was, müsst ihr unbedingt neu laden, denn der verzierte Dolch ist jedenfalls in jedem Fall nur ein einzigartiger Gegenstand, den man nur in dieser Nebenquest aufnehmen kann. Falls ihr das verpasst habt und dort liegen gelassen habt, zum Beispiel, ist der weg. Wir bleiben einfach mal im Kompendium und gehen zu den Tieren rüber. Da habe ich auch schon vor 2, 3 Tagen ein eigenes Video zu gemacht. Aber der Vollständigkeit halber, wie gesagt, erwähne ich auch das hier nochmal. Man kann in Guarma nämlich insgesamt 8 Tiere verpassen. Die zählen nicht unbedingt für den Erfolg bzw. für die Trophäe, dass man alle häuten und sehen muss. Zählen sie nicht dafür, denn anscheinend braucht man dafür nicht alle 178, auch wenn es in der Trophäe so steht. Aber fürs Kompendium zählen sie auf jeden Fall, weil sie werden hier aufgenommen. Und ab Kapitel, genau, ab Seite 7 stehen die dann da. Die 3 Aras, dann noch die 3 Schlangen, Königsboar, Regenbogenboar, Sonnenboar. Die 4. Schlange, dann der Lanzenotter, die Lanzenotter, wie mir gesagt wurde. Sorry dafür. Und dann haben wir noch diesen Tölpel, da muss ich eben mal suchen, wo der ist. Da ist er. Der Rotfußtölpel. Also insgesamt 4 Vögel und 4 Schlangen. Dann gibt es noch die Kategorie der einzigartigen Gegenstände. Da habe ich auch ein eigenes Video zu gemacht, nur kurz dazu. Es gibt Sachen wie den Meteoriten oder einen Smaragden. Den findet ihr nur einmal in der Welt und könnt diese an den Hehler verkaufen. Falls ihr sie verkauft, bekommt ihr sie nie wieder. Und ihr könnt auch nur Gegenstände verkaufen, die ihr nicht zur Herstellung von Talismanen oder ähnliches verwenden könnt. Bin ich mir zumindest ziemlich sicher. Ansonsten, falls ihr die Sachen trotzdem verkaufen könnt und verkauft habt, ist einfach wieder mal was Verpassbares, dass ihr dann den Talisman oder sowas nicht mehr herstellen könnt. Aber soweit ich weiß, könnt ihr einzigartige Gegenstände nur verkaufen, wenn ihr sie tatsächlich nicht für sonst irgendwas anderes braucht. Kommen wir zum Schluss noch zur Kategorie der exotischen Gegenstände. Im Verlauf von Kapitel 4 werdet ihr die Möglichkeit haben, mit Algernon Wasp zu diskutieren. Der wird euch den Auftrag erteilen, den ihr im Protokoll dann auch nachsehen könnt, nämlich exotische Gegenstände abzuliefern, Herzoginnen und andere Tierarten. Die Mission an sich könnt ihr auch nach der Story noch machen, die ist nicht verpassbar, genauso gut wie die ganzen anderen Sachen, die hier aufgeführt werden, als Sammelmissionen. Keine Sorge also, ihr könnt die jederzeit danach noch machen. Aber was ihr verpassen könnt, ist eine Herausforderung, die damit zusammenhängt, nämlich Kräuterkunde Nummer 9, die Herausforderung, wo ihr alle Pflanzenarten nochmal aufnehmen müsst. Das Besondere hieran ist einerseits, dass ihr, boah, der Donner ist ganz schön laut, ne? Dass ihr einerseits einen Bug haben könnt mit Akunas Stern. Ich zeige euch die am besten mal, wie die ausschaut, in der Tasche. Die habe ich nämlich schon aufgenommen. Ist unter Wertgegenstände, genau, Akuna Stern, ein seltener Akuna Stern. Falls ihr 2 davon aufnehmt, bevor ihr den dritten Teil dieser Nebenquest triggert, also die Quest hat 5 Teile, kommt auch noch ein eigenes Video zu, aber nur kurz zur Info, die Quest hat 5 Teile, bevor ihr bei dem Teil 3 seid und 2 davon aufnehmt, werden alle anderen weg sein, die spawnen, das ist ein Bug. Ja? Das heißt, ihr könnt die Mission nicht abschließen und ihr könnt tatsächlich auch die Kräutermission danach nicht mehr abschließen, weil es diesen Akuna-Stern nicht mehr gibt auf der Karte. So, Akuna-Stern ist das eine, das zweite ist, dass alle anderen Orchideen und seltenen Pflanzen, die da benötigt werden, auch nur eine bestimmte Anzahl von Spawns auf der Karte haben. Falls ihr also alle davon aufnehmt, könnt ihr die Kräuterherausforderung Nummer 9 nicht mehr machen, weil ihr eben für die Herausforderung nochmal zumindest eine Art dieser Pflanze jeweils noch pflücken müsst. Falls alle weg sind, war es das mit der Mission. Es gab ein paar Kommentare schon in der Vergangenheit, die mich gefragt haben, was man sonst noch alles verpassen kann oder was passiert, wenn ich das und das verpasst habe. Und ja, tatsächlich ist es so, ihr könnt Trophäen und Gegenstände in der Welt verpassen, die ihr einfach dann ja, verloren habt für immer. Und ihr könnt einfach nichts mehr machen, außer den Spielstand zu laden, Alten. Und das ist echt blöd gemacht. Ich hasse es, wenn man Dinge in der Welt verpassen kann. Vor allem in so einer riesigen Welt, wo es so viele Möglichkeiten gibt, auch Dinge zu verpassen. Finde ich nicht gut gemacht, kein gutes Spieldesign, aber so ist es nun mal. Wir müssen alle damit klarkommen. Ich hoffe natürlich, es wird in der Zukunft auch noch Bugfixes geben für die Sachen, die ich angesprochen habe. Oder einfach Lösungen, dass man zum Beispiel zurück nach Guarma kann.
nachdem man die Story durchgespielt hat, denn es schadet ja auch niemandem, wenn man jetzt das Compendium doch noch zu 100% abschließt oder was auch immer. Aber gut, das war jetzt erstmal meine Variante von dem Video. Falls ich noch Sachen verpasst habe, wie gesagt, unbedingt in die Kommentare schreiben. Ansonsten auch weitere Meinung, Kritik oder Anregungen. Ich verabschiede mich an der Stelle. Haut rein, macht's gut, bis dahin. Ciao.